Hallo und herzlich willkommen. Hier ist meine Folge hier zu Ellengrad. Ja, ich habe für die große Wiese den Kurs nur berechnet. Ich habe es hinbekommen. Ich habe die Wiese nur getrennt durch einfach durch Malenprinzip. Ich habe Prinzip Matsch gemalt. Jetzt hat er mir den Kurs hier berechnet auf der großen Wiese mit drei Vorgewände. Das müsste hinkommen. Speichern. Erster Wegpunkt. Ist da oben. Den speichern wir ab. Kurs speichern. Zwar Wiese 3. Ich habe mal so mit 3 gemacht und mit 2. Die 1 ist die kleine, aber die werden wir nicht mit Helfer machen, das werden wir allein machen. Zurück. Ich fahre mal auf den Punkt hin. Ich denke mal, mit drei Vorgewänden müsste man klarkommen. Ich habe die Arbeitsbreite auf 9 Meter reduziert. Die Wiese geht nicht kaputt, das ist halt gut dabei. Warum weiß ich auch nicht. Sonst muss man die Fruchtabstellung ausschalten, wenn man fahren will. Oder man macht es einfach kurz gleich fahren lassen. Ja. Ich möchte ja hier das jetzt zur Silage machen lassen. Und deswegen mache ich ja, beginne ich in den Feld rein. Das werdet ihr dann verstehen, wenn ich mal später mal selber presst, wenn praktisch am Feldrand begonnen wird. Und er muss dann in den Feld rein immer wenden, dann liegen da die Ballen rum und dann gibt es Probleme. Und zwar gewaltige. So, starten wir hier mal. Mal gucken, wie er anfängt. Ob er was stehen lässt. So ist das schon mal ganz gut. Man muss sich dann gewöhnen an die Programmierung. Sonst geht das. Und wer das idiotensicher machen möchte, der macht das mit einem Spatter. Dann. Das werdet ihr dann sehen, wenn es weit ist. Der Schwader macht an den Nachgewände halt das wieder auf. Also was da jetzt, ich würde zeigen, aber das hier im Prinzip wird der Schwader wieder in eine ordentliche Bahn bringen. So, mit 9 Meter kommen wir gut zurecht. Das passt. Das ist gut. Drei. Es geht, es geht, es geht. Da wo Bäume sind, gibt es Schwierigkeiten. Ne? Gut, dann gehe ich mal zum anderen Traktor und hol mir mal die Ballenpresse. Weil die Ballen, die rollen alle weg. Wir haben ja keine flache Wiese hier. Ah, ich habe mir hier Laternen aufgestellt, Fluglicht. C. Auf zum Händler. Aus. Müssten wir mal streichen C. Das ausmachen. Weil ich mache es ja mit den Augen jetzt. Es ist noch nicht so, dass er richtig längs gucken kann. Ne? Also über Eye Tracking. Er geht nicht ganz rum. Gut. Ist noch nicht perfekt eingestellt. Wenn ganz schlimm kommt, Fahrzeuge ausschalten. Ja, Frühling in Ellengrad. War die schönste Zeit im Frühling. Es ist noch nicht so heiß und nicht zu, ja, und auch nicht mehr zu kalt, ne?
Ja, das ist eine komische Ansicht. Jo. Ich habe mal blaue Bahn genommen. Die Ballen sind überwiegend zum Verkauf gedacht. Also die Kühe brauchen nicht so viel. Also das für die BGH. Ne? Also die BGH ist das erste Ziel, die große. Wenn wir die BGH haben, dann können wir nachher entsprechend das Geld investieren, nachher Kreditrückzahlung und auch mal neue Felder. Ne? So. Geht nicht weiter links. Hey. Das haben die Ballpresse auch im Hof. War gar nicht mal so teuer. Die macht man nur mit kleinen Ballen. Ne? Das ist leider. Das ist leider so, ne? Ja, da fehlt mir ein dritter Traktor. Das hätte man sagen können, der eine presst und der andere sammelt, aber. Na gut, hier müssen wir den ja manuell mähen. Ja, da wollten wir beide Wiesen auf einmal machen und das ist natürlich, wenn ein Zaun ist, ungünstig, ne? Die Stellen muss ich halt improvisieren, ne? Da muss ich mal sehen, entweder muss ich das mit Striegel neutralisieren. Ich probiere mal mit einem Kleintraktor mal pressen können. So. Ist ein bisschen klein, aber gut, dafür reicht's, ne? Muss. Mal sehen, ob das 3000 Ballen werden oder 4000. Mal sehen. 3,5. Den werden wir auch hier ablegen lassen. Sondern nicht am Weg steht bei der Schneidwerk. Wer es noch nicht kennt, diese Ballen rollen dann nicht mehr weg. Ne? Das läuft. Ich muss ihn genau hier ablegen, ein bisschen zurück war noch. Ich fürchte, dass er hier da weil die Helfer, die fahren halt stur ihren Kurs, ne? Jetzt können wir die Wiese auch kuppern lassen, ne? Was noch nicht funktionieren wird, ist der dusselige Steinsammler. Ne? Das da braucht man im Prinzip so eine Art Überlader. Ne?
können wir noch richtig Geld verdienen. Den ersten Gras, ne? Der Kursplay hält ja nicht einfach so an, die fahren ja weiter, die machen das ja fertig hier auch mit. Im Helfer ist es so, wenn du eine Stelle erreicht hast, wo es ungünstig aussieht, da hört er einfach auf, ne? Ist ja halt so. Dann nehme ich schon weit voraus mit den Aufnahmen, aber das ist gut so. Obwohl eine erste Woche ist eh nicht so ganz so dramatisch. Da ist ja, Montag, da muss ich mir erst testen lassen. Das ist ja der Widerspruch an sich. Und wie gesagt, das arbeitsfreie Entscheidungsprinzip, das Testen geht. Ne? Ohne Test darfst du ja nicht anfangen. Also sie haben ja von vornherein gesagt, an dann den Tagen wird nicht getestet. Da haben sie zu. Und dann kann ich jetzt Montag früh um 9 Uhr hinfahren. Gut, dann ist die Arbeit der Tag auch vorbei, ne? Habe ich ja zugelegt. Wird sich keiner beschweren. Ist halt so. Und noch ein Mod kommen, wo er anhält, ne? Ah, jetzt habe ich das Gewicht dann gehabt. 18 Tonnen. Da haben wir ja auch zwei Achsen deswegen, ne? Ich muss den anderen Mod wieder wegnehmen. Oder mal deaktivieren, wie es aussieht. Mal schauen. Bei Speicher muss ich aufpassen, dass ich da die Arbeit beende, ne? Das darf ich jetzt nicht beenden, also ich speichere dann, Probleme. Also fast 4 Vorgewände machen müssen. Also man hat nur 3 berechnet, glaube ich. Werken. Wie sehen sie zu schlecht aus? Von der Textur her. Jetzt kann man auch kalken lassen, ne? Kommt die Funktion schon gibt mit Outreif? Weiß ich nicht. Automatisch holen, Nachschub holen. Wie gesagt, das könnte man auch die Ballen automatisch pressen lassen. Ne? Aber ich möchte auch was tun haben und vor allen Dingen möchte die Ballen nicht da ablegen, wo der Bruder dann nochmal fahren muss. Ne? Jetzt könnte man mal einen Fall durchziehen. Es gibt nur noch Seasons, aber das denke ich mal wird noch eine Weile dauern. Das ist umfangreicher. Realitätssinn reinzubringen. Ne? Da kannst du dann keine Heuballen liegen lassen, irgendwo im Freien. Da muss man eine Halle bauen. Dritten rückwärts. Zack, durch.
Crossplay funktioniert. Irgendwas im Single-Modus. Ach, da oben ist er. So, Zuschauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Dann seid mal schön Dank, dass Sie reinschauen. Und tschüss und ciao. Ja, sehen wir uns morgen wieder. Aber ich denke mal, ich werde nachher wahrscheinlich vorarbeiten lassen. Mal sehen. Bis gleich. Tschüss.